Die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Fischer hat einmal gesagt, Frauen fremdeln mit der Macht. Und ich denke, das ist ein sehr weiser Satz, weil viele Frauen sagen, ach, Macht möchte ich doch nicht übernehmen und das hat irgendwie etwas Schmuddeliges. Ich finde, Frauen sollten Macht auch wollen, weil nur mit Macht kannst du etwas gestalten. Dafür musst du dich nicht schämen und deshalb möchte ich Frauen auch ermutigen, sich wirklich auch um Leitungspositionen zu bewerben. Das hat nichts irgendwie mit mangelnder Demut zu tun. In der Kirche ist es immer ein bisschen so, das größte Lob ist, wenn gesagt wird, er hat sich nie nach vorn gedrängt, er wurde immer gerufen. Also nehmt diese Position wahr und dann kannst du auch gestalten. In meiner ersten Zeit hat einmal jemand gesagt, der Altbischof hätte jetzt ordentlich auf den Tisch gehauen. Aber das ist nicht unbedingt die Form, sich durchzusetzen als Frau. Du kannst viel teamfähiger sein. Mir war immer wichtig, viele Menschen mitzunehmen. Und jemand aus der Wirtschaft hat mir mal gesagt, Frau Käßmann, 25% müssen Sie begeistern. Die ziehen Sie dann in dem Ganzen. 50% werden mitgehen und 25% werden sich ohnehin nicht bewegen. Ich glaube, das muss der Mensch sich klar machen und dann auch mit Freude und Lust und teamfähig gestalten.